Moin, meine Freunde der simulierten Landwirtschaft. Mein Name ist Chris und ich präsentiere heute für unseren YouTube-Kanal Modbox die TLX-Sattelkupplungswinde vor. Diese Winde wird uns zur Verfügung gestellt von 82 Studio oder 82 Studio, je nachdem, wie ihr es nennen möchtet. Und der, die Modder schreiben, ihre eigene Modbeschreibung, dass diese Seilwinde für alle Plattformen zur Verfügung steht, also auch für unsere Freunde der Konsole, sprich PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series. Auch ihr und wir können den Modder runterladen und nutzen. Eins vorab, wenn ihr diese Seilwinde nutzen möchtet, ist Grundvoraussetzung, ihr braucht das Platinum DLC oder Expansion DLC. Ohne dem funktioniert es nicht. Das heißt, wer es noch nicht hat, schaut mal unter dem Video, da ist ein Link, den könnt ihr nutzen. Damit, wenn ihr es darüber kauft, kostet euch dasselbe wie überall, nur ihr unterstützt damit sofort den Entwickler und McManus und das wäre für uns natürlich sehr schön. Auch dort findet ihr einen Link zu dem neuen, bald erscheinenden Seasons Pass 2. Auch da dasselbe, wenn ihr darüber das kaufen solltet, dann würdet ihr McManus und den Entwickler direkt supporten, unterstützen, wäre natürlich sehr cool für uns und auch für den Entwickler. Ja, was ist das Ganze? Diese Sattelkupplung ist quasi, ihr könnt die, ich kann es euch hier mal zeigen. Moment, ja. So. So kriegt ihr den Shop gekauft. Ich habe jetzt keinen starken Bau und ich kann sie bewegen. Also ich weiß nicht, ob das jetzt, woran es liegt, aber um die ankuppeln zu können, müsst ihr die quasi auf die Sattelkupplung legen und habt dann das, im LKW das Menü, dass ihr den quasi ankuppeln könnt. Machen wir mal, ihr seht es, ne? Ich lege es einmal hier drauf, einfach hier drauf gestellt. Wenn jetzt hier einsteigt, seht ihr, zack, angekuppelt. Kriegt ihr Verbindung zum LKW, passt soweit. So, jetzt ist es so, dass ihr seht hier auch den Anschluss zum LKW, das heißt, das Ding mit Strom versorgt, das heißt, es funktioniert auch wirklich. Also zumindest ist es dann halt auch sinnvoll angeschlossen und ihr habt nicht, dass man das nur wild drauf sieht und keiner weiß wieso. Ne? Auch hier ne, mit dem LKW fest verbunden, zumindest auf der einen Seite, auf der anderen nicht. Und ihr könnt auch als LKW alle Standard LKWs nehmen. Die müssen nur eine Sattelkupplung haben, dann geht das. Das ist jetzt nicht nur der Volvo aus dem DLC, sondern ihr könnt auch den normalen MAN nehmen oder Mod-LKW. Sobald ihr eine Sattelkupplung haben, sollte es eigentlich funktionieren. Ja, dann ist das Spiel wie gewohnt, ihr geht daran. Ne? Jetzt könnt ihr mit R Seilwinde ziehen. Jetzt habt ihr auch so einen grünen Pfeil in der Hand. Jetzt könnt ihr zum Baum hingehen und sagen, zeigt euch an, da so. Und jetzt sagt er, Seilwinde befestigen. Fertig. So, jetzt können wir hier sagen, weiteren Baum anschließen. Das heißt, ihr habt eine Verbindung. B, befestigen. So, wieder R drücken, weiteren Baum, befestigen. So. So, jetzt habt ihr es. Ihr könnt maximal 10 Tonnen ziehen. Entfernung ist maximal 120 Meter, also ihr könnt quasi die Seile 120 Meter ausziehen und 5 Bäume könnt ihr maximal anschließen. Ich habe jetzt 4 genommen, das heißt, ihr hättet noch einen 5. Anschluss und könntet das quasi dann nutzen. Jetzt habt ihr natürlich die Möglichkeit zu sagen, eigentlich gab es auch Baumindestreuer mit K und M. Wenn ihr das K drückt, seht ihr, zieht das ran und mit M würde er quasi wieder Seil lassen. Ihr seht, es dreht sich auch, ihr habt auch einen Sound. Also sehr cool. Das heißt, wenn wir am LKW drin sind, können wir mit den Tasten K und M sogar die Seilwinde noch steuern, wo sie hin soll. Okay. Also Steuerung K und M. Im LKW ist es Steuerung K und M. Ja, da könnt ihr die Bäume quasi ranziehen. Oder halt letztendlich losfahren und die Bäume hinter euch herziehen. Ihr müsst natürlich nur langsam fahren, weil sonst seht ihr ja fliegen durch die Gegend. Das gleiche, ihr könnt hier natürlich auch aus dem LKW raus löst, das heißt, wenn ihr am Ziel an seid, braucht ihr die Ausschaltung, drückt einfach Z und das Ganze ist abgekuppelt und ihr könnt jetzt quasi ohne Bäume ganz mal einen Weg machen. Ja, das ist eigentlich so das Prinzip. Das Ganze findet ihr im Shop. Ich würde unter DLCs und Mod gehen, da habt ihr die Force-Maschine, ne, da könnt ihr das dann quasi dann euch so kaufen. Da ist DLC und Mod so. Und ihr könnt dann auch die Farbe konfigurieren, ne, was ihr halt haben wollt. Ja, ich weiß, ob irgendwelche Farben Kostenpunkte mit sich bringen. Nee, ansonsten für 8200 könnt ihr euch die quasi dann kaufen. Könnt ihr auf jegliche beliebliche Sattelkupplung drauf machen. Und falls ihr dann irgendwie mit der Hand heben, ist scheiße, könnt ihr natürlich auch sagen, dass ihr die quasi dann... Achso. Was mit... Man kann sie nach hoch und runter schieben, okay. So. Ja. Okay. Ich habe jetzt den Punkt da nicht gefunden. Ich kann sie vor und zurück runter machen, aber ich kriege sie nicht hoch. Ach doch, da mit J. Okay, mit J kriege ich ja so hoch, mit N runter und mit K und M
könnt ihr sie quasi dann auf die richtige Position bewegen, damit es auch vernünftig aussieht. Das Ganze in Version 1.0 ist 2,8 MB groß und ja, wie gesagt, wichtig ist, Expansion DLC müsst ihr haben, damit ihr nutzen könnt. Ja, und dann könnt ihr quasi loslegen im Forstfahren eure Bäume nutzen. Ja, mehr kann ich dazu nicht sagen, außer dass, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne dann nach oben da, aktiviert die Glocke, um keine weiteren Mods zu verpassen. Schreibt gerne einen Kommentar, würde mich sehr freuen. In diesem Sinne möchte ich mich verabschieden. Hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Christoph von der Modbox. Ciao.